So Leute, Servus auf Wieders Channel. Wir sind heute bei Ducati Ingolstadt und wir fahren heute die neue Multistrada V4S. So, ihr habt euch die jetzt schon mal angeschaut und ja, ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt auf dieses Motorrad. So, wir sitzen auf der neuen Ducati Multistrada V4S. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier einen V4 mit 1158 Kubik, der eine komplett Neuentwicklung ist. Also nicht verwechseln mit dem V4 aus der Panigale. Das ist ein komplett neu entwickelter Motor. Das Motorrad wiegt fahrfertig, vollgetankt, 218 Kilogramm. Wir haben eine Sitzhöhe, die verstellbar ist zwischen 840 und 860 mm und einen 22 Liter Tank. Und ja, wie sich das Motorrad so verhält, das schauen wir uns jetzt in den einzelnen Kapiteln an. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mit der Sitzposition. So, ja, beginnen wir mit der Sitzposition. Wie gesagt, Sitzhöhe ist variabel zwischen 840 und 860 mm. Da kann man, gibt es quasi zwei verschiedene Sitzrasten, in denen man den Sitz einfädeln kann. Und so muss ich jetzt echt sagen, sitzt man wirklich gut auf dem Motorrad. Ich habe jetzt quasi die hohe Einstellung und muss sagen, ich bin jetzt 1,88 groß und bin wirklich toll runtergekommen, auch mit den Füßen. Also ich komme flach am Boden, da hat sich jetzt echt gar nichts gefehlt. Also ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt. Also glaube ich auch, dass mit der niedrigen Sitzbankeinstellung auf jeden Fall das auch echt gut für kleinere Leute funktioniert. Der Lenker hat finde ich, eine gute Position. Er ist nicht zu weit weg vom Fahrer, aber jetzt auch nicht irgendwie zu nah bei einem dran. Das gefällt mir echt ziemlich gut. Also ich finde die Lenkerposition ziemlich angenehm und auch ja, ziemlich entspannt. Es ist auch jetzt nicht zu hoch oder zu niedrig. Kniewinkel, muss ich sagen, finde ich auch in Ordnung. Es ist jetzt aber nicht der entspannteste Kniewinkel. Also du hast auf jeden Fall, du merkst schon, dass die Beine ein bisschen angewinkelt sind. Es ist, finde ich okay, ist jetzt aber nicht der entspannteste. Aber trotzdem für große Leute, denke ich, immer noch in Ordnung auf Langstrecken. Ich habe jetzt mit meiner Körpergröße da kein Problem, dass es irgendwie Krämpfe gibt oder sonst irgendwas. Ich fand ihn trotzdem echt angenehm, auch auf langer Strecke. Das Sitzpolster an sich finde ich sehr, sehr bequem. Es ist angenehm breit. Es ist nicht zu breit, weil zum Beispiel für, ich bin ja recht dünn auch, also relativ schlank. Und da ist immer ein zu breites Sitzpolster gar nicht so gut. Das ist wirklich toll gelöst. Das ist so eine Gelsitzbank. Also von der Sitzposition an sich bin ich sehr begeistert. Und was man auch noch positiv hervorheben kann oder was ich jetzt auch möchte, ist, dass gerade hier bei dem Motor, der jetzt die Sitzheizung verbaut ist, die auch erstaunlicherweise richtig gut funktioniert. Das sieht man auch hier im Display. Da hält man auch bei niedrigen Temperaturen gut durch. Ja, und dann würde ich sagen, das war es dann auch soweit zur Sitzposition. Und dann machen wir gleich weiter im nächsten Kapitel. So, und als nächstes kommen wir zu den Armaturen. Und da muss ich jetzt aufpassen, dass es einfach nicht zu lang wird. Denn dieses Motorrad hat so eine umfangreiche Ausstattung in der S-Variante.
Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also ich glaube, ich bin noch kein Motorrad gefahren, das so eine umfangreiche Ausstattung hat wie die V4S Multistrada. Fangen wir mal kurz mit den Hebeln an, das ist das Einfachste. Wir haben verstellbare Hebel, wir haben einen hydraulischen Kupplungshebel, der einstellbar ist, und einen Bremshebel, der auch verstellbar ist in mehreren Stufen. Das ist sehr angenehm. Wir haben eine Griffheizung noch verbaut, wenn wir schon dabei sind. Wir haben Außenspiegel mit einer toten Winkelwarnung. Vielleicht blende ich das noch ein, wie das dann ausschaut beim Fahren. Dann haben wir ein verstellbares Windschild, was sehr, sehr leicht geht. Mit einem Finger kann man sich das verstellen. Super geil, ist mechanisch, geht ganz easy. Genau so muss es sein. Dieses Windschild bietet echt sehr, sehr guten Windschutz, obwohl es eigentlich so klein ausschaut. Und auch für meine Größe, denn ich habe meistens das Problem, dass es genau mir bei meiner Größe an den Helm immer zu Verwirbelungen kommt, also dass die Windshields immer zu niedrig sind. Das ist hier nicht der Fall. Finde ich, dass das auch alles einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck macht. Ducati-typisch, also da war ich ja auch von den letzten Modellen sehr, sehr begeistert. Es ist alles sehr intuitiv. Ich kann mir hier mit einem Schalter den Tempomat durchschalten. Da gehen wir auch noch drauf ein. Hier kann ich mir mein Fahrwerk verstellen, quasi wie viel Fahrer oder wie viel Zuladung es hat. Dann kann ich mir den Modus hier noch verstellen und hier unten mit so einem Cursor kann ich mich dann quasi durchs Menü wursteln. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich oberkrass finde, und das ist dieses TFT-Display. Denn dieses Display hat so viele Funktionen, das ist der absolute Hammer. Also wir haben hier natürlich großen Drehzahlmesser mit Ganganzeige, dann haben wir hier so kleine Zusatzsymbole für Griff- und Sitzheizung, rechts unten die Kühlflüssigkeitstemperatur, dann einmal die Außentemperatur, und dann haben wir zwei kleine Menüs, in denen wir uns gewisse Sachen anzeigen lassen können. Einmal unten links eben die Gesamtkilometerzahl, die Restreichweite und einen Tripzähler. Und oben haben wir ein kleines Menü, das wir jetzt hier mit diesem kleinen Joystick durchschalten können. Ja, jetzt sieht man es ganz gut. Jetzt ist der tote Winkelassistent an und der funktioniert auch echt top. Das ist gerade jetzt hier in der Stadt, ist es ideal. So, und zusätzlich zu dem ganzen Menü hier, wo man sich tausend Sachen verstellen kann mit Tempomat und so weiter, oder auch Motorkonfiguration, das zeige ich euch jetzt dann gleich, gibt es noch, weil ich das so geil finde, Ducati Connect. Dazu braucht man eine kleine Handy-App, die man sich auf dem Handy installieren muss. Hier ist jetzt schon ein Handy drin. Und dann kann ich mir entweder hier Musik, Kontakte anzeigen lassen oder direkt ins Telefon gehen, um irgendeine Nummer zu wählen. So, und dann gibt es nämlich noch die, finde ich, coolste Funktion, und zwar die Navigations-App. Wenn man da jetzt draufklickt, dann dauert es kurz. Und dann habe ich hier in meinem TFT-Display halt das Navi. Und das ist halt absolut genial. Dieses Motorrad besitzt einen abstandsgeregelten Tempomat. Ich habe jetzt hier 100 km/h im Tempomat eingestellt und das Motorrad regelt automatisch hier den Abstand zum Vordermann. Ich kann jetzt natürlich sagen, also ich muss eigentlich nichts mehr machen, das Motorrad fährt natürlich von selber. Ich tue jetzt wieder die Hände am Lenkrad. Schau, jetzt bremst dieses Auto, jetzt müsste die Ducati selbstständig auch nach unten bremsen. Ich kann jetzt hier runterschalten. Und sie hat automatisch gebremst und hält jetzt hier die Geschwindigkeit zum Vordermann. 100 km/h im Tempomat und ich muss nichts machen. Das Motorrad fährt einfach hinterher. Ich kann jetzt noch im Menü, wenn ich jetzt hier reingeht, adaptiver Tempomat, könnte ich jetzt noch die Entfernung einstellen, wie weit ich gerne möchte, dass das Motorrad den Abstand zum Vordermann hält. Ich habe das aber auf weit gestellt. Das ist schon nicht so verkehrt, gerade beim Motorrad. Da braucht man dann doch immer noch, finde ich, ein bisschen Sicherheitsabstand. Ja, und so ausstattungstechnisch ist es halt wirklich der Wahnsinn, das Motorrad. Es ist sehr, sehr umfangreich, aber das wird jetzt hier halt einfach den Rahmen sprengen. Drum möchte ich das Thema Armaturen jetzt hier beenden. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht in auch einem sehr interessanten Thema, und zwar dem Motor. So, und dann kommen wir mal zum Herzstück der Multistrada V4S, und zwar Motor und Getriebe. Wie gesagt, wir haben hier einen V4 mit 1158 Kubik, 170 PS und 125 Newtonmeter. Dieser Motor, wie gesagt, ist eine komplette Neuentwicklung. Es ist nicht der gleiche Motor wie in der Panigale 1100,
Ganz wichtig, denn dieser Motor hat keine Desmotronik. Das heißt, ja, man muss bei diesem Motor dann auch normal Ventilspiel prüfen, aber Ducati hat es geschafft, dass dieser Motor das nur alle 60.000 Kilometer braucht, was ich recht ordentlich finde. Dazu muss man sagen, dieser V4 Motor 1,2 Kilo leichter als in der Vorgängerin, was ich sehr erstaunlich finde, weil ja doch zwei Zylinder mehr da sind. Und jetzt kommen wir dazu, wie sich dieser Motor fährt. Ich bin ja den V4 in der Street Fighter und in der Panigale schon gefahren und der ist untenrum, ja, es ist in Ordnung, aber er ist schon ein bisschen mürrisch. Das haben sie hier ganz gut hingekriegt mit dem neuen 1100er Motor. Der ist untenrum echt für den V4 ziemlich handzahm. Natürlich kommt es nicht an den reinen Vierzylinder hin wie in der Versus. Also die Versus ist, was das anbelangt, absolut unschlagbar von der Laufruhe. So unter 3000 merkt man schon, dass er ein bisschen vibriert, ein bisschen, wie soll ich sagen, jetzt nicht ruckelt, aber er läuft nicht ganz so ruhig wie in den höheren Drehzahlen, aber viel besser und viel kultivierter wie ein V2. Dafür bietet der Motor viel mehr Emotionen und viel mehr Unterhaltung wie jetzt vielleicht ein reiner Vierzylinder. Man kann im fünften Gang durch die Stadt rollen. Das Motorrad ist dabei auch wirklich sehr, sehr leise. Und das muss ich sagen, finde ich auch echt gut. Mit höheren Drehzahlen steigt dann auch die Soundkulisse und auch das Sounderlebnis und hört sich dann auch echt gut an. Ja, das Motorrad hat mehrere Fahrmodis, die können wir uns mal kurz anschauen, wenn wir hier auf den Mode-Button drücken. Wir haben einmal einen Urban-Modus, einen Enduro-Modus, dann haben wir noch einen Sport-, einen Touring-Modus. Jeweils kann man sich in dem jeweiligen Modus natürlich auch die Traktionskontrolle, die Wheelie-Control und so weiter separat anpassen für dieses Motorrad. Also das heißt, man kann dann sich den Sportmodus so zusammen konfigurieren, wie man das gerne möchte, aber es gibt auch für den Sportmodus eine Grundeinstellung. Ich bin jetzt den halben Tag im Touring-Modus gefahren und bin halt da auch echt überrascht gewesen, wie sanft, wie human dieser Vierzylinder dieser V4 halt im Touring-Modus zu Werke geht. Das ist wirklich sehr angenehm, man kann da sehr schön entspannt damit fahren. Sobald man aber in den Sportmodus schaltet, wird die Gasannahme viel direkter, also den Unterschied spürt man sehr deutlich. Ja, also auch ein bisschen biestiger und giftiger, wobei es nicht zu extrem ist. Also ich finde, selbst im Sportmodus ist es immer noch sehr angenehm, sehr harmonisch das Ganze. Der V4 an sich dreht ja in Anführungsstrichen nur bis 10.000 Umdrehungen, nicht höher. Dafür hast du halt ein sehr lineares, sehr lineare Drehmomentabgabe. Also die 125 Newtonmeter, die fühlen sich sehr kräftig an und du hast auch immer aus jeder Lebenslage sehr gut Punch und musst das Motorrad jetzt nicht unnötig hoch drehen, wie es beim Vierzylinder leider sehr oft halt der Fall ist, dass man ja immer wahnsinnig hohe Drehzahlen braucht. Das ist jetzt hier bei dem V4 Motor nicht der Fall. Dennoch hat es untenrum nicht diesen geisteskranken Punch wie ein V2, das muss man leider schon sagen. Der Motor dreht dann frei bis oben raus, bis in Drehzahlbegrenzer, aber alles sehr linear und es gibt jetzt nicht so den Moment, es gibt bei 5 so einen kleinen Moment, da merkst du, oh, jetzt legt er nochmal ein bisschen nach, aber dann geht es sehr homogen und gleichmäßig gegen Drehzahlbegrenzer. Und das fährt sich auch echt gut und macht auch echt Spaß, weil die Soundkulisse obenrum halt echt genial ist. Die ist sehr ähnlich zu einer Panigale, nicht ganz so biestig, aber schon so in die Richtung und das bockt halt ultra, wenn man ehrlich ist. Also, wo ich jetzt noch kurz darauf eingehen muss, ist der Quickshifter. Der funktioniert in hohen Drehzahlen richtig gut. Allerdings, wenn man jetzt durch die Stadt gondelt und man ihn bei niedrigen Drehzahlen hernimmt, finde ich, dass er vom Schaltgefühl am Schalthebel ein bisschen hakelig ist. Da würde ich mir das ein bisschen sanfter und weicher noch wünschen. Gerade weil es ja kein Sportmotorrad ist, sondern einfach ein Reise-Touring-Motorrad, wie man es auch immer, Reise-Enduro, wie man es immer nennen möchte. Das ist ein Motorrad, mit dem ich lange Strecken zurücklege. Und da würde ich mir wünschen, dass das Schaltgefühl so ein Hauch weicher, buttriger wäre, wie jetzt. Ja, soweit haben wir eigentlich alles zum Motor gesagt und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Kapitel. Bis gleich. So, und dann kommen wir mal zu Optik und Sound.
der Multistrada V4S. Das Motor gibt es in verschiedenen Farben, hier jetzt klassisch in Ducati Rot. Da finde ich sie echt schön. Also ich muss sagen, das gefällt mir echt ganz gut. Ich finde auch dieses Rot-Silber immer ganz cool. Und ja, was ich halt so dieses Matt-Schwarz hier, das da, das ist halt so, ich weiß nicht, das lackiertes Plastik in Matt-Schwarz. Ich glaube, ich fände das cooler oder es würde einen hochwertigeren Eindruck machen, wenn das Schwarz-Glanz oder so lackiert wäre. Lackiert wäre, ist jetzt so meine Meinung. Natürlich haben wir hier komplett jetzt LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht. Hier beim Ducati Safety Pack ist ein Carbon Bugspoiler mit dabei, was ich ja auch ziemlich cool finde. Und hier ist halt wahnsinnig krass, diese ganzen Aerodynamikteile, Lufteinlass und so weiter. Das ist der Wahnsinn. Übrigens, just for info, da passt der Häube rein, gell? Also ohne Schmarrn, hier passt wirklich ein Häube rein. Absolut genial. Auf der drüberen Seite dann ein 0,3er 30er für zwischendurch. Also wer unbedingt was zum Trinken braucht, das ist hier perfekt dafür geeignet. Nicht Spaß beiseite. Dieses Motorrad hat auch noch einen Acra-Endschalldämpfer, der, finde ich, jetzt wirklich gut ausschaut. Also mir gefällt der richtig, richtig gut. Außerdem ist dieses Motorrad hier jetzt noch mit den Gussrädern ausgestattet. Ich persönlich finde die Speichenfelgen viel, viel cooler. Aber das ist halt, wie gesagt, immer so eine Geschmackssache und auch eine Preisfrage. Denn die Speichenfelgen sind deutlich teurer als die Gussfelgen. Wir haben hier eine Zweiarmschwinge, keine, oder halt eine normale Schwinge, keine Einarmschwinge. Was ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm finde. Was natürlich gar nicht geht, ist der Kennzeichenhalter. Und was ich oberlustig finde, also den kann man bestimmt auch ändern. Was ich aber oberlustig finde, ist, dass die Kennzeichenbeleuchtung hier seitlich montiert ist. Habe ich auch noch nie gesehen. Was ich noch erwähnen möchte, hier ist dann, sind dann quasi die Schalter für die Sozius-Sitzbank behalten. Heizung und hier ist dann quasi ein Staufach für das Handy mit Ladebuchse, was ich auch sehr cool finde. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, quasi, das ist nicht absperrbar, also das ist ein bisschen schade. Zu guter Letzt würde ich sagen, dürfte sie jetzt euch noch anhören. So, und dann schauen wir mal, wie sie im Stand so mit dem Acra Endschalldämpfer klingt. So, und ja, klingt jetzt nicht schlecht, reißt jetzt aber auch kein Hering vom Tisch. Also es ist echt voll in Ordnung, aber ja, deutlich leiser als die V4-Kolleginnen von Ducati. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder auf dem Bike. So, und dann würde ich sagen, kommen wir zum Fahrwerk. Was, glaube ich, auch ein sehr interessantes Thema ist bei der Multi V4S. Das Fahrwerk ist in der S-Version ein anderes wie in der Nicht-S-Variante. Wir haben in der S-Variante ein elektronisches Mazzocchi-Fahrwerk, vorne eine Upside-Down-Gabel mit 50 mm Durchmesser und hinten ein Sachs-Federbein. Beides voll einstellbar, elektronisch, und das Besondere ist an diesem Fahrwerk, es ist ein Skyhook-Fahrwerk. Was ein Skyhook-Fahrwerk ist, da wird es demnächst dann eine genauere Erklärung geben. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, das wird sehr, sehr interessant. Nichtsdestotrotz ist in der normalen Version dann nur ein konventionell einstellbares Fahrwerk drin, also halt ein nicht elektronisches. Aber jetzt zu dem elektronischen. Wie fährt denn die Multi V4S? Und da, ja, bin ich sehr, sehr angetan. Ich muss sagen, das Problem, was ich immer habe mit diesen Reise-Enduros, dass man immer ein sehr entkoppeltes Fahrgefühl hat, so ein bisschen von der Straße. Das heißt, man spürt immer nicht so ganz, was unter einem los ist. Die Motorräder dämpfen so schön, dass sie halt die ganzen Unebenheiten wegbügeln. Das ist hier im Touring-Modus vom Fahrwerk her in der V4S auch der Fall. Also da federt dieses Motorrad richtig schön komfortabel. Das schwingt also alles schön über die Straße. Das ist wirklich sehr angenehmes Fahren, gerade wenn man jetzt länger reisen möchte. Ich bin jetzt aber im Sportmodus und da merkt man schon, dass dieses Fahrwerk
glaube, das kann man hier anhand dieser Kamera sehen, dass das Fahrwerk doch ziemlich straff ist. Und ich bin auch wirklich erstaunt, wie straff dieses Fahrwerk für so eine Reise-Enduro ist. Also das ist im Sportmodus wirklich, wirklich straff. Und durch diese Straffheit, sie schaffen es, dass dieses entkoppelte Fahrgefühl im Sportmodus sehr gut ausgemerzt wird. Natürlich hat man immer noch nicht dieses Vorderradgefühl, was man jetzt auf einem sportlichen Naked oder auf einem Supersportler hat. Das ist natürlich klar, aber es ist für so eine Reise-Enduro echt ziemlich gut. Und ich muss auch sagen, fahrwerkstechnisch, vom sportlichen Fahren her, ist das, glaube ich, das Beste an Reise-Enduro, was ich bis jetzt gefahren bin, vom Sachen Fahrwerk her. Und es fühlt sich halt wahnsinnig leicht und spielerisch an. Also dieses hohe Gewicht von dem Motorrad fällt halt so gut wie gar nicht auf. Auch noch cool ist an diesem elektronischen Fahrwerk, es gibt hier so ein Fahrwerksuntermenü. Und zwar kann man hier wählen, in einem Automodus erkennt das Motorrad selbst über Sensoren, wie viel Zuladung habe ich, und passt für dieses Gewicht, was auf dem Motorrad ist, das Fahrwerk an. Oder man kann einfach auch sagen, oh, ich möchte es nicht im Automodus, ich habe zwei Fahrer plus Gepäck, ihr habt zwei Fahrer und eine Beifahrerin, ihr habt Fahrer und Gepäck oder nur Fahrer. Ich habe das aber im Automodus und ich muss wirklich sagen, das funktioniert echt gut. Also das Fahrwerk ist für mein Gewicht gefühlt echt gut abgestimmt. Es ist für einen Tourer, finde ich, schon auf der sportlicheren Seite, aber ich glaube, das möchte die Multi aber auch sein. Und das Motorrad, finde ich, vermittelt einem sehr viel Vertrauen, sehr viel Gelassenheit. Genau, soweit zum Fahrwerk. Auch hier geht ein Daumen nach oben, gefällt mir echt gut. Und dann gehen wir ins nächste Kapitel. So, und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Bremsanlage an auf der Multi. Und zwar haben wir vorne eine Doppelscheibenanlage mit 330 mm und Brembo Stylema Bremssättel, die radial montiert sind. Wir haben eine radiale Bremspumpe von Brembo. Und ja, Bremsanlage ist wirklich ordentlich. Die hat jetzt nicht so einen giftigen ersten Biss, wie man das vielleicht von sportlicheren Modellen kennt. Aber ich muss echt sagen, dass dieser Biss ist sehr human, sehr gleichmäßig. Er wirkt auch sehr, wie soll ich sagen, sehr stabil. Also es ist jetzt kein so muschiger Druckpunkt. Das gefällt mir echt ziemlich gut. Und er ist nicht zu überbissig, was ich aber jetzt auf so einer Enduro auch echt gut finde. Ich finde auch, dass sie jetzt gerade im Sportmodus überhaupt nicht krass vorne eintaucht. Also die Hinterradbremse, die spricht auch relativ, in Anführungszeichen, relativ spät an. Also das heißt, man muss schon ein bisschen fester reindrücken, dass da was kommt. Aber dann ist es wirklich auch ein sehr lineares, sehr schönes Bremsgefühl, was jetzt nicht irgendwie ultra giftig ist, sondern sehr angenehm. Und je weiter man reintritt, desto besser ist die Bremskraft. Die Hinterradbremse mit 265 mm, da gibt es nichts dran zu meckern. Also das verzögert hinten auch richtig gut, das Gefühl ist sehr schön. Also an der Bremsanlage gibt es für mich hier eigentlich keinen Grund, irgendwas zu kritisieren. Auch die ABS-Regelintervalle sind wirklich super, sehr sanft und angenehm. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, man hat hier auch Kurven-ABS, das werde ich jetzt hier allerdings nicht testen. Und dann war es das mit dem Kapitel Bremsanlage, war jetzt relativ schnell, aber es gibt halt einfach keinen Punkt zur Kritik. Und dann, ja, machen wir weiter mit dem letzten Thema. Ja, zu guter Letzt mein Fazit zur neuen Multistrada V4S. Also, ich bin wirklich sehr, sehr erstaunt und positiv überrascht, wie gut diese ganze Sache mit dem Display und Navigation in Sachen Elektronik, wie gut da dieses Motorrad aufgestellt ist. Also das ist wirklich von der Ausstattung her, glaube ich, mit eins der besten Motorräder, die man sich aktuell so kaufen kann. Sitzposition finde ich auch echt gelungen, für große wie für kleine Leute. Ich finde es zum Beispiel total toll, dass man sich den Fahrersitz halt in der Höhe verstellen kann. Ein Motorrad haben wollt, was noch ein bisschen Emotion oder mehr Emotion ausstrahlt durch den V4, ist es schon echt racy und so ein bisschen diesen V4 MotoGP Charakter hat, dann seid ihr da gut bedient. Und Leute, die, wie soll ich sagen, eine recht sportliche Reise-Enduro haben möchten, für die ist die Multi genau richtig. Wer nämlich wirklich nur extremst komfortabel von A nach B kommen will,
ist, glaube ich, mit der Multi nicht ganz so gut bedient. Da würde ich dann eher sagen, der sollte sich mal eine Versus 1000 anschauen, weil die in allen Sachen viel sanfter und noch komfortabler ist als die Multi. Wenn sich irgendeine Frage noch nicht beantwortet haben sollte, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben oder auch eure Meinung zu dem Motorrad. Ich sage vielen Dank an Ducati Ingolstadt für die Leihgabe des Motorrads. Es hat wieder Fetzen Gaudi gemacht. Es werden auch noch mehrere Videos zu diesem Motorrad kommen. Und ja, über den großen blauen Daumen würde ich mich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder auf meinem Kanal. Servus auf dem Wieders-Channel.